Hallo Leute, da bin ich, Emerald 70 am Start. Wir müssen uns beeilen. Und dann wollen wir das Finale einläuten. Auf geht's. Zurück gibt's nicht mehr, na gut. Sind alle zu Stein geworden. Und wer konnte was zu Stein machen? Solas hat Fan Harrell im Hauptspiel zu Stein lassen. Wie heißt sie denn? Flemmis doch auch zu Stein werden lassen. Also wissen wir, wer uns da oben erwartet. Übersieht Katar, etwa Ost. Maras Katar! Es ist vorbei. Nun geht und sagt den Kunari, sie sollen mich in Frieden lassen. Tja. Solas! Was der für Macht hat. Dieser Das verschafft uns etwas Zeit. Ich nehme an, ihr habt Fragen. Sonst hast du keine Probleme, oder? Elf! Wie habt ihr das gemacht? Ich hab nach euch gesucht. Wie habt ihr das gemacht? Gesucht? Ja, gesucht? Nee. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr die Rüstung gesehen? Er trägt die Rüstung jetzt wie die Altelfen aus dem Tempel, ne? Was auch immer du bist, das werden wir jetzt hoffentlich erfahren. Wie konntet ihr den Anker kontrollieren? Auf dieselbe Weise wie damals, als ich in Haven verhindert habe, dass er euch tötet. Obwohl ich heute stärker bin. Das Mal, das ihr tragt, stammt von Fan Harolds Kugel. Meiner Kugel. Ihr seid Fan Harrell. Ich war zuerst Solas. Fan Harrell kam später. Eine Beleidigung, die ich stolz annahm. Der Schreckenswolf erfüllte meine Freunde mit Hoffnung und meine Feinde mit Angst. Ähnlich wie Inquisitor. Nee, 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 Auch nee. ihr kennt die Last eines Titels, der euren Namen nahezu verdrängt. Also ihn angreifen bringt überhaupt nichts. Völliger Schwachsinn. Ihr habt für die Freiheit gekämpft. Never ever. Ihr hattet ein schweres Leben. Interessiert mich nicht. Ihr seid wie Mifal. Mifal, die ja. Er hat ja eigentlich Mifal, Flemmis hat er ja jetzt eigentlich ausgelöscht. Er hat ja eigentlich die Macht von Flemmis aufgenommen. Und wie wir wissen, hat ja. Nein, hat sie nicht. Das hat man nur mit dem Kind. Das Kind hat doch die Macht von dem alten Gott. Das dürfte Flemmis gar nicht haben. Naja, gut, egal. War jetzt falscher Denkfehler. Okay. Seid ihr wie Mifal? Seid ihr ein Bruchstück dessen, was Fan Harrell einst war? So wie Mythal? Nein. Das hier ist alles, was ich je gewesen bin. Und was ist mit den Legenden? Ich wollte mein Volk aus der Sklaverei vorgeblicher Götter befreien und ihm einen neuen Weg weisen. Die falschen Götter nannten mich Fan Harrell. Als sie dann letztendlich zu weit gingen, erschuf ich den Schleier und verbannte sie. So habe ich das Volk der Elfen befreit. Und dabei ihre Welt zerstört. Warum erschuf ihr den Schleier? Die Elfengötter sind nicht tot. Wie gingen die Götter zu weit? Der Schleier zerstörte die Welt. Warum hast du den Schleier erschaffen? Na, da wollen wir da mal loslegen. Aber ihr liebt das nichts. Aus welchem Grund solltet ihr den Schleier erschaffen und es vor aller Augen verbergen? Weil die Alternativen noch weitaus schlimmer gewesen wären. Was soll das heißen? Hätte ich den Schleier nicht erschaffen, hätten die Evanuris die gesamte Welt vernichtet. Das kannst du doch gar nicht wissen. Bist du allmächtig oder was? Also, die Elfengötter sind nicht tot? Ihr habt die falschen Götter also verbannt. Ihr habt sie nicht getötet. Ihr selbst seid doch Mythal begegnet, oder etwa nicht? Die ersten meines Volkes sterben nicht so leicht. Aber die Evanuris sind für alle Zeiten verbannt. Sie bezahlen den ultimativen Preis für ihre Untaten. Wie gingen denn die Götter zu weit? Ihr sagtet, die Elfengötter seien zu weit gegangen. Was haben Sie getan, um euch dazu zu bringen, gegen sie vorzugehen? Sie haben Mythal getötet.
ein Verbrechen, für das eine Ewigkeit voller Qualen die einzig angemessene Bestrafung ist. Ich dachte, Mysal sei eine der Evanuris. Sie war die Beste unter ihnen. Ihr lag etwas an ihrem Volk. Sie beschützte es. Sie war eine Stimme der Vernunft. Und in ihrer Gier nach Macht haben sie sie getötet. Ah, deswegen, ne? Im Tempel hieß es ja so ein Zufluchtsort, also eine Stätte der Ruhe. Und der andere Tempel, wo wir waren, wo Morrigan sie angerufen hat, wo sie sagte, Rache. Na klar, sie will sich rächen, Rache, für dass sie getötet wurde. Der Schleier zerstört die Welt? Wieso hat die Erschaffung des Schleiers die Welt zerstört? Ihr habt die Überreste des Virdithara gesehen. Mhm. Die Bibliothek war untrennbar mit dem Nichts verbunden. Und der Schleier hat sie zerstört. Es gab noch unzählige andere Wunder, die alle von der Gegenwart des Nichts abhängig waren. Sie alle wurden vernichtet. Und was die elfischen Legenden über ihre Unsterblichkeit betrifft, sie sind wahr. Nur war es nicht die Ankunft der Menschen, wodurch sie zu altern begann. Sondern du. Es war mein Werk. Mhm. Durch den Schleier haben die Elfen alles verloren. Sogar sich selbst. Und wie wurden sie zu Göttern? Die Evanuris waren doch elfische Magier. Wie kommt es, dass man sich heute als Götter an sie erinnert? Es war ein langsamer Prozess, der mit einem Krieg begann. Ein Krieg weckt Ängste. Ängste wecken den Wunsch nach einfachen Konzepten. Gut und böse, richtig und falsch. Nach Hierarchien. Als der Krieg endete, wurden Generäle zu geachteten Anführern. Dann zu Königen und schließlich zu Göttern. Sie wurden zu den Evanuris. Naja, und was passiert jetzt als nächstes? Was gedenkst denn du, möchte gern Gott zu tun? Das ist die Vergangenheit. Aber wie sieht die Zukunft aus? Ich schlief im Dunkel und träumte, während zahllose Kriege und Zeitalter vorübergingen. Noch immer schwach erwachte ich ein Jahr, bevor ich euch traf. Was ich getan hatte, um die Evanuris zu bestrafen, bedeutete für mein Volk den Untergang. Doch noch besteht Hoffnung auf Wiedergutmachung. Ich werde das Volk der Elfen retten, selbst wenn dafür diese Welt sterben muss. Ich will euch nicht bekämpfen. Warum ist das nötig? Warum muss für die Rückkehr der Elfen diese Welt sterben? Diese Frage werde ich euch nicht beantworten. Ich hatte stets großen Respekt vor eurem Verstand. Euch zu viel zu erzählen wäre zu einfach. Meinst du? Ich bin nicht Korypheus. Es schmerzt mich. Doch die Rückkehr meines Volkes bedeutet das Ende des euren. Das kannst du vergessen. Es ist meine Bürde. Ihr solltet euch mehr um die Inquisition sorgen. Eure Inquisition. Ihr habt den Drachenodem aufgehalten und dadurch eine Invasion der Kunari verhindert. Mit etwas Glück konzentrieren sie sich nun wieder auf Tevinter. Das sollte einige Jahre des Friedens bringen. Ich flipp gleich so aus. Ist das wirklich meine Inquisition? Die Kunari sagten, die Inquisition habe unwissentlich für die Helfer Fernharalds gearbeitet. Ich habe nie irgendwelche Befehle erteilt. Ach nein? Ihr habt uns zur Himmelsfeste geführt. Mhm. Korypheus hätte sterben sollen, als er meine Kugel benutzte. Sein Überleben hat all meine Pläne durchkreuzt. Doch ihr habt ebenfalls überlebt. Und ich wusste, wenn etwas auf dieser Welt ihn aufhalten konnte, dann die Inquisition. Du hast uns benutzt. Aber ihr brauchtet ein Zuhause. Also führte ich euch zur Himmelsfeste. Du Bastard, hast uns benutzt? Du hast ihm die Kugel gegeben? Ihr habt Korypheus eure Kugel gegeben? Nicht direkt. Meine Helfer ermöglichten es den Venatori, sie zu finden. Die Kugel hatte während all der Jahrtausende, die ich schlief, magische Energie angesammelt. Ich war nicht mächtig genug, sie zu öffnen. Mein Plan sah vor, dass Korypheus sie verwendet und durch die darauffolgende Explosion getötet wird. Anschließend wollte ich die Kugel an mich nehmen. Ich hatte jedoch nicht mit einem Tevinter-Magister gerechnet, der das Geheimnis der Unsterblichkeit entschlüsselt hatte. Tja, kannst du mal sehen. Was hätte denn sonst geschehen sollen? Erzähl mal. Was wäre geschehen, wenn Korypheus gestorben wäre und ihr die Kugel zurückgehalten hättet? Ich hätte mit Hilfe des Mals, das nun ihr tragt, das Nichts betreten. Anschließend hätte ich den Schleier zerstört. Während dadurch diese Welt in tosendem Chaos versunken wäre, hätte ich die Welt aus meiner Zeit wiederhergestellt. Die Welt der Elfen.
Das war ja das immer, was Sierra gesagt hat, dass der da immer in seiner Vergangenheit lebt. Und er sagt ja jetzt auch wieder, ihm ist alles scheißegal. Hauptsache, seine Welt steht wieder auf. Dieser Bastard, boah, ich... Genau, und die falschen Götter? Bin schon Wenn ruhig. Ihr den Schleier zerstört hättet, wären dann nicht auch die falschen Götter befreit worden? Ich hatte einen Plan. Wollt ihr das wirklich? Wolltet ihr das wirklich? Das klingt furchtbar. Wolltet ihr das wirklich? Ich hätte euch nie für jemanden gehalten, der so etwas tun würde, Solis. Danke. Ihr müsst es verstehen. Nee, ich verstehe gar nichts. In einer Welt, in der nur wenige noch eine bewusste Verbindung zum Nichts besaßen. Es war wie eine Welt voller Besänftigter. So siehst du uns. So seht ihr uns. Nur zu Beginn. Und ihr habt mir gezeigt, dass ich mich irrte. Leider wird das Kommende dadurch nur noch schwerer. Wir waren also nur Schachfiguren. Wir selbst waren euch vollkommen egal. Wir waren für euch immer nur ein Mittel zum Zweck. Ich weiß, ihr hättet etwas Besseres verdient. Genau wie alle anderen, die ich in einer hoffnungslosen Schlacht nach der anderen eingesetzt habe. Und warum sollte ich mich sorgen? Weshalb sollte ich mich um die Inquisition sorgen? Ihr habt eine gewaltige Macht erschaffen, der nun dasselbe Schicksal droht wie allen derartigen Organisationen. Verrat und Korruption. Das ist nicht gesagt. Ist es nicht? Dann sollten wir vielleicht euren Freund fragen, den Eisernen Bullen. Sagt mir, wo ist der gerade? Tot. Ist euch eigentlich bewusst, wie ich von dem Plan der Kunari erfahren habe? Jenem Plan, den ich durchkreuzte, indem ich sie vor eure Tür führte? Die Spione der Kunari sind über meine Spione in der Inquisition gestolpert. Na prima. Die elfische Wache, die euch zu dem toten Kunari geführt und den Bediensteten mit dem Gardlockfass abgefangen hat, sie arbeitet für mich. Warum habt ihr euch überhaupt die Mühe gemacht, den Plan der Kunari zu durchkreuzen, wenn ihr die Welt doch ohnehin vernichten wollt? Weil ihr mir gezeigt habt, dass diese Welt von Wert ist, Inquisitor. Was ich tun muss, bereitet mir keine Freude. Schwachkopf. Und bis es soweit ist, möchte ich nicht, dass jene, die sich gerade erst von den Folgen der Bresche erholen, unter der Knechtschaft des Kuhn leben müssen. Warum? Weil ich kein Monster bin. Doch bist du. Wenn ihr Tod schon unvermeidlich ist, sollen sie zumindest in Freiheit sterben. Du hast nicht das Recht, über Tod und Leben zu gewähren. Nee, du hast uns benutzt. Du bist kein Gott. Du hast nicht das Recht, dass du hier uns alle den Tod weißt, nur für deine Scheißvergangenheit. Ihr habt uns also benutzt, um die Drecksarbeit für euch zu erledigen. Genau, sag's ihm. Der Fehler lag bei euch und eurer Inquisition. Ich hab keinen Fehler gemacht. Also war es auch eure Aufgabe, ihn zu korrigieren, Inquisitor. Bah, was ist mit den Illuvien? Habt ihr jetzt die Kontrolle über die Illuvien? Ja. Erinnert ihr euch an Briella aus Halam Shiral? Eine Zeit lang hatte sie einen Teil des Labyrinths unter ihrer Kontrolle. Einer meiner Helfer sollte sie ihr entreißen, doch er blieb leider erfolglos. Letztlich musste ich die Magie selbst aufheben. Die Kunari wiederum sind eigenständig auf diesen Bereich gestoßen. Und nun, da sie fort sind, gehören die Illuvien mir. So viel Macht hast du nicht da. Boah, ich reg mich so auf. Hoffentlich gibt's im vierten Teil, dass ich diesen kleinen Bastard die Ohren einzeln in Streifen schneiden kann. Und ihm damit den Mund zunehmen kann. Okay, das habt ihr jetzt alle nicht gehört. Und was ist mit dem Mal? Da wäre noch immer das Problem mit dem Anker. Seine Auswirkungen werden immer schlimmer. Ja. Und es tut mir leid. Wir haben kaum noch Zeit. Wie bitte? Ja! Letzten Endes wird euch das Mal töten. Indem ich euch hierher brachte, konnte ich euch retten. Zumindest vorerst. Ich werde euch umstellen. Die Inquisition wird versuchen, so lassen. Da. Ich werde ihn aufhalten, die Inquisition will, selbst wenn es bedeutet, ihn zu töten. Wir schneiden den wirklich in Streifen. Mir ist das scheißegal. Also, aufhalten. Falls ich es überlebe, werde ich euch aufhalten. Ich weiß. Gut. Nehmt meine Hand. Verzeiht mir. Nutzt die Zeit, die euch noch bleibt.
Ich möchte nicht wissen, wie mächtig der ist. Puh. Boah, ich reg mich so auf über diesen Elfen, ne? Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Elfenfreund, aber ich reg mich so fürchterlich auf über diesen Elfen. Mann, was? Kapitel 2. Diese Dinger, die will ich jetzt auch nicht mehr sehen. Was jetzt? Wir müssen etwas tun, aber wir brauchen die Inquisition. Aha. Wir stehen am Rande eines Krieges gegen die Kunari. Und warum? Weil dieser Solas sie provoziert hat. Die Inquisition trägt keine Schuld. Wir haben den Rat über die Gefahr informiert. Ja, die Gefahr durch Kunari-Spione in euren Reihen. Ohne uns werdet ihr tot. Überlegt euch gut, worüber ihr euch beklagt. Genau, Liliana. Sag's ihm. Niemand vergisst, was ihr getan habt. Aber Corypheus ist seit 2 Jahren tot. Wenn die Inquisition fortbestehen will, dann als rechtmäßige Organisation und nicht als glorifizierter Söldnertrupp. Inquisitor? So, ich mache hier einen ganz kurzen Cut, weil ich möchte dann den Abspann ja durchlaufen lassen. Weil da ist noch was sehr Schönes eingebaut und deswegen, weil sonst wird der Part wirklich eine Überlänge. Ich sage erstmal bis hierher danke fürs Zuschauen. Ja, ich weiß, das ist jetzt fies. Und wir machen auch sofort weiter. Eure Emerald 70. Bye, bye.